Gestern ging es auf die Straße. Anlass für diese Demonstration vor dem Cottbuser Amtsgericht war die Forderung nach besserer Kita-Betreuung. Die lang geplante Kita-Reform sollte in Brandenburg einheitliche Regelungen schaffen und die Betreuung von Kindern in den Tageseinrichtungen verbessern. Die Kita-Rechtsreform ist eigentlich nur ein Gesetz, wo ganz viele Verordnungen dranhängen, was die Basis ist von allem, wie wir Kita gestalten in diesem Land, wie die Bedarfe bestehen und alles. Also alles basiert darauf. Die angedachte Reform wird jetzt wegen überlasteter Kommunen überraschend ausgesetzt. Das sorgt bei allen Beteiligten für starken Unmut, obwohl an einigen Kernpunkten festgehalten wird. Dazu gehört die Ausweitung der beitragsfreien Jahre und die Verbesserung des Betreuungsschlüssels. Aber das sei nicht genug. Eine komplette Neustrukturierung dieses wichtigen Kita-Rechts wird von den Anwesenden gefordert. Laut Elternvertretung liegt der Ball nun beim Bildungsministerium. Es gibt jede Menge Baustellen im Land, weil das Kita-Gesetz ja schon 30 Jahre alt ist und damit sehr viel Unmut mit sich bringt bei uns Eltern, aber auch bei den Erziehern, bei den Trägern und bei den Kommunen. Und unsere Forderungen sind ganz klar, dass wir mehr Qualität in der Kindertagesbetreuung oder in den Kindertageseinrichtungen fordern. Wir fordern mehr Personal, wir fordern einen besseren Betreuungsschlüssel für die Kinder, wir fordern eine gerechte Elternbeiträge und im Idealfall sogar kostenfreien Zugang zu frühkindlicher Bildung. Dafür müsste die frühkindliche Bildung als solche aber erstmal anerkannt werden. Das ist der Hauptschlüssel zu allem. Wir fordern, dass die Azubis kein Lehrgeld mehr zahlen müssen. Wir fordern, dass es mehr Kita-Plätze für unsere Kinder gibt und zum Beispiel auch bei den Azubis, dass sie nicht auf den Personalschlüssel angerechnet werden, weil so ein Azubi im ersten Lehrjahr kann einfach keine Gruppe betreuen. Was fordern wir noch? Wir fordern Ernährungsstandard. Gibt es gar nicht in Brandenburg. Wussten Sie das schon? Ja, und ein bisschen Petersilie in der Soße macht das Essen nicht gesünder. Es gibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die da ganz klare Standards definiert hat. Es wäre schön, wenn auch Brandenburg sich daran beteiligen würde und sich daran halten würde. Die Liste der Punkte, die überarbeitet werden müssen, ist lang. Einheitliche Mindeststandards, die unter anderem die Strukturen transparenter machen und die Qualität der Betreuung in den Einrichtungen festlegen, seien überfällig. Deshalb demonstrierten gestern engagierte Eltern zusammen mit Vertretern des Elternbeirats und Erzieherinnen und Erziehern. Ich bin heute dabei, weil ich bin Erzieherin und ich möchte sowohl für mich und für meine Kollegen und angehenden Erzieher kämpfen, als auch für meine Kinder, dass sie halt eine gute frühkindliche Bildung kriegen, dass die Arbeitsplätze finanziert werden, die Ausbildungsplätze und dass einfach es in den Kitas besser läuft als aktuell. Ich bin selber Erzieher und habe das gelesen in der Kita von meiner Tochter und dachte, da sollte man mal hingehen auf jeden Fall, da kann man also ein bisschen versuchen, seine Stimme und alles so mit einzubringen und ja, ihr mal zu zeigen, dass man sich dafür einsetzen soll, wenn man es gut findet. Genau, und deswegen wollen wir hier ein bisschen mitmachen, ein bisschen laut dafür sein und hoffen, dass man, wenn man selber Erzieher ist, weiß man ja, wo die Probleme einfach ein bisschen liegen. Ja, und dass man da vielleicht ein bisschen was erreichen kann mit. Weil ich eine Mama von zwei wundervollen Töchtern bin Neuling im Elternbeirat, also knappes Dreivierteljahr. Und das ist gerade echt krass, was alles so passiert, wie sich das entwickelt hat mit den Kindern, mit der Betreuung. Man rudert, man macht und das muss aufhören. Die Erzieher können nicht mehr, wir Eltern können irgendwo nicht mehr, weil beruflich, privat, das ist alles so schwierig unterzubringen. Und die Kinder brauchen einfach eine größere Stimme, die brauchen mehr Macht, wie man das immer so schön sagt. Kinder an die Macht und in dem Fall müssen sie an die Macht, damit was passiert. Und die brauchen aber uns als Eltern, als Sprachrohr, weil die können das nicht. Und deswegen müssen wir hier alle mal ganz laut Krach machen und zeigen, dass wir da sind und dass wir die Hilfe brauchen, die Unterstützung brauchen und Veränderung brauchen. Ja. Also ich bin Vertretung für unseren Kreiskita-Elternbeirat und natürlich unseren Landeskita-Elternbeirat auch. Und wir unterstützen heute unsere Kollegen in Potsdam, dass wir wirklich auch viele laut und bunt sind. Und nicht alle konnten heute die 2 Stunden nach Potsdam fahren und wieder zurück. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das unbedingt unterstützen. Wir sind im Herzen bei unseren Eltern, Trägern, Erziehern, Kindern natürlich. Und alle, die Interesse an dem Thema haben, was so wichtig ist. Und wir werden nicht wieder leise werden. Eins wurde gestern ganz klar: Familien, Fachkräfte und Kita-Träger ziehen an einem Strang, wenn es um unsere Kinderbetreuung geht. Unter openpetition.de haben die Verantwortlichen aufgerufen, das Anliegen als Sprachrohr unserer Kinder zu unterstützen. Denn bei der Kinderbetreuung geht es um eine Investition in die Zukunft.